erste Hike and Fly von der Saison. Sind Rechenberg hochgelaufen und geht schon eigentlich ganz gut. Punktuell. Aber die Basis ist relativ niedrig. Knapp 1800. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg zur Haaralm und schauen, ob da was geht. Da vorne ist der Markus. Und Plan wäre noch im Wind weiter Richtung Osten zu fliegen, Richtung Rauschberg. Aber mal schauen, ob die Basis das hergibt. Geil! Wir haben uns jetzt auf fast 2019,50 hochgearbeitet. Und jetzt geht es ein Stück nach Süden Richtung Unternberg, Körnelwand. Und das wäre jetzt der Plan, da in die Südseite reinzufliegen. Das wäre schon sehr edel, wenn das klappt. Berg hat abgeliefert, südseitig ziemlich tief rein und jetzt steht noch einmal aufdrehen vor dem Talsprung hier an. Vielleicht zur Not muss man auch direkt drüber fliegen, das weiß ich jetzt noch nicht, und schauen, ob man drüben Anschluss findet. Markus ist auch am Start und das, so wie es ausschaut, fliegt der direkt drüber. Werde ich jetzt vermutlich auch tun. Es schaut schon niedrig aus von der Basis. Wir haben jetzt am Ende vom Rauschberg gewendet und fliegen jetzt wieder zurück und gegebenenfalls Richtung Hörnelwand, wenn wir da hochkommen irgendwo. Aber an sich wäre das jetzt mal so weiter Plan. Da vorne ist der Felix, der Markus, und wir machen gerade eine Low-Querung auf 1600. Aber normalerweise soll es da drüben zuverlässig hochgehen. Das ist so ein geiler Berg.
wieder im Anflug auf dem Rechenberg. Schöne kleine Runde geflogen, vielleicht können wir da sogar noch mal aufdrehen. Und gegebenenfalls sogar noch Richtung Übersee abgleiten und daheim landen. Da fliegen sie noch schön hoch, gern ist auch die Hölle los. Echt Wahnsinn. What a day.